Hallo, mein Name ist Nelva und heute wollen wir es wissen. Herzlich willkommen zu The Interactive Adventures of Doc Mendoza and Pizza Boy. Das ganze Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure, wurde von Okam Studios entwickelt und wird von Ravenscourt gepublished, beziehungsweise von Koch Media in Deutschland. Von Koch Media habe ich auch den Key bekommen, schon im Vorab. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Das Spiel sieht wirklich interessant aus und basiert auch gleichzeitig auf einer Comicbuch-Trilogie, und zwar The Incredible Adventures of Doc Mendoza and Pizza Boy, und wurde von Philippe Melo entwickelt, beziehungsweise von Dark Horse Comics gepublished, also die Comicserie. Und holt euch ein Wasser, holt euch einen Kaffee, holt euch ein Bier, holt euch was zu knabbern und wir schauen uns mal diese wunderbare Welt an und die Geschichte, die dabei erzählt wird. Gespoilert wurde ich quasi noch nicht, weil ich die Comics selber persönlich nicht kenne. Und Point-and-Click-Adventures, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht, aber das Spiel sieht doch super interessant aus und wir schauen uns das Ganze an mit neuem Spiel. Erinnerst du dich an die Monstergeschichten, die dir als Kind erzählt wurden? Ja. Nun, alle diese Geschichten waren wahr. Das ist schlecht. Und sie leben alle genau hier, in dieser gottverlassenen Stadt. Und wie ihr schon sehen könnt, ist alles auf Deutsch vertont, wenn ihr das Spiel kauft. Kein ständiges Lesen, nur zuhören. Sehr entspannt. Lissabon, Portugal. Ein Ort, an dem Albträume herumkriechen, direkt außerhalb deines Gesichtsfeldes. Wo die Luft erfüllt ist vom Echo von Schritten, die niemandem gehören. Und wo jeder Schatten erzittert unter dem Blick unsichtbarer Augen, die... Doc, mit wem redest du da? Was? Pizza Boy, unterbrich meine Einleitung nicht. Meinst du nicht, dass wir wichtigere Probleme haben? Doch, sicher. Und wie sind wir in diese Probleme reingeraten? Ich habe wirklich keine Ahnung. Erzähl's mir, als wäre ich 5 Jahre alt. Okay, es war ein ganz normaler Tag im Büro, als plötzlich jemand an die Tür klopfte. Im Büro? Langweilig. Fang mit einer Verfolgungsjagd an. Ja, also wir hängen hier an einem Seil und das ist, wenn man so möchte, das Intro von dem Spiel. Einer Verfolg... Na gut, fangen wir mit einer Verfolgungsjagd an. Dann fangen wir mit einer Verfolgungsjagd an. Doc, ich fasse es nicht, dass du mich enthauptet hast. Schon wieder. Mich trifft keine Schuld. Ich habe dich mit einem anderen Gargoyle verwechselt. Ihr seht alle gleich aus. Rassist. Jungs, könnten wir uns aufs Fahren konzentrieren? Mit Blick auf die Straße und so? Ja, wäre gut. Sag mir nicht, wie ich meinen Job machen muss, Pizza Boy. Diese Dinger, die der rauswirft, kann man übrigens abknallen. Wenn wir diese Gargoyles nicht aufhalten, beenden sie ihr Ritual. Also was heißt diese Dinger, diese Kisten? Und hier sieht man schon Product Placement, Sporty Cola. Davon wird das ganz bestimmt hier gesponsert. Und dann wird die ganze Welt von den Flammen irgendeines uralten Dämons verschlungen. Ja, das hört sich schon mal nicht so gut an. Wobei natürlich nicht alle Dämonen böse sind. Stimmt's, Pasul? Ah, das kleine Mädchen mit den Hörnern ist also ein Dämon. Wie unauffällig. Das ist alles deine Schuld, Yuriko. Hättest du unsere Tarnung nicht auffliegen lassen, wäre das alles nicht passiert. Du hättest weiter Pizzas ausliefern sollen. Mein Job war einfacher, als du nicht überall rumgeschnüffelt hast. Sagt der Werwolf, der den Zirkel nach seiner Verwandlung problemlos hätte erledigen können. Aha, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Doc, weil er ein Werwolf ist.
als Maulpizza-Boy. Das wäre ein Plan ohne jede Eleganz. Doc, ich habe es satt, ständig als Zielscheibe deiner Witze und als persönlicher Sündenbock herzuhalten. Zielscheibe meiner Witze? Diese Ehre gebührt unserem kleinen Gargoyle. Danke, Jungs. Da fühle ich mich doch gleich wie ein voll akzeptiertes Mitglied. Na, der Gargoyle ist aber gut drauf dafür, dass er nur noch einen Kopf hat. Ich fühle mich noch unangenehmer als unser 6000-jähriger Dämon hier, der im Körper dieses kleinen Mädchens gefangen ist. Das ist eine sehr gute und witzige Art, auf jeden Fall die Charaktere vorzustellen, finde ich. Das ist dann der 6000 Jahre alte Dämon. Hat sich aber gut gehalten dafür. Na, kommt noch eine Kiste? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie die trifft. Die ist immer schon hinten, okay, wenn die kaputt geht. Dämonen halt. Beweise, dass du nicht völlig nutzlos bist und erledige sie. Na klar. Zünde den Cocktail auf dem Rücksitz an und jag sie in die Luft. Wird gemacht, Doc. So, das scheint hier unser Inventar zu sein. Benutze Feuerzeug mit Molotow-Cocktail und einen Notizblock haben wir. Verbrenne sie. Okay. Feuerzeug mit Molotow-Cocktail. Er brennt. Oh oh. Ja, das müsste funktionieren. Ja, das ist gut. Dann werf endlich mal, bevor es bei dir explodiert. Ich bin Doc Mendonza, ihr Basiliskenärsche. Und ihr seid alle schuldig, denn ihr habt den Kodex gebrochen. Ihr habt den Kodex gebrochen. Was auch immer das bedeutet. Der hat aber einen dicken Bauch, der Doc. Das als Werwolf. Hast du den Papierkorb schon ausgeleert, Pizzaboy? Klar. So viel zum Glamour einer Praktikantenstelle bei einem Detektiv für okkulte Fälle. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich so ein leerer Papierkorb anhört. Mach, was ich dir sage, oder ich kürze dir dein Gehalt. Welches Gehalt? Genau. Da ist jemand an der Tür. Wenn es wieder um die Miete geht, sag einfach No hablo portugués, bis sie aufgeben und abziehen. Sieht aus wie eine junge Frau. Vielleicht ein Fall. Also hierfür wollen die Miete haben? Glaube ich ja nicht. Ein Mädchen? Schnell! Pazul, Gargoyle, alle auf ihre Plätze! Wisch die Krümel vom Sofa und steck die Pizzaschachteln in den Mülleimer. Da ist aber kein Platz mehr. Wir bekommen Arbeit. Seht so cool wie möglich aus, aber natürlich nicht cooler als ich. Hallo, mein Name ist Nadja. Wer von Ihnen ist Doc Mendonça? Das bin ich, Schätzchen. Was führt ein zartes Pflänzchen wie Sie an einen so bescheidenen Ort wie diesen? Ich habe gelesen, Sie wären ein Detektiv für okkulte Fälle. Und ich glaube, ich brauche Ihre Dienste. Das ist sehr schön. Erzählen Sie dem kleinen Doc von Ihrem Problem. Dem ein kleinen Doc. Zombies, Vampire, Gargoyles, die ihren Müllcontainer durchwühlen? Dem kleinen Doc. Mit dem kleinen Bauch. Zombies, Vampire, Gargoyles, Poltergeister, aha. Ich habe Angst und weiß nicht genau wovor. Glauben Sie, dass ein Fluch Menschen von den Toten zurückbringen kann? Vielleicht können Sie mir helfen, herauszufinden, was genau dahinter steckt und wie gefährlich die Sache ist. Solche Jobs sind unsere Spezialität. Wir sind dabei. Wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen, bevor wir den Fall übernehmen. Sind Sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Was? Also wirklich, Pizzaboy, du und deine langweiligen Fragen. Mach mir das hier nicht kaputt. Uns. Es geht dir ja schließlich ums Geschäft.
Das erste Gespräch mit einem neuen Klienten ist fast wie ein Verhör. Du musst nicht nur in Erfahrung bringen, was ihn zu dir geführt hat, sondern auch alles andere, was bei dem Fall hilfreich sein könnte. Manchmal verschweigen Leute Einzelheiten und wissen es gar nicht. Und manchmal fehlt ihnen einfach der Mut, die ganze Wahrheit zu sagen. Ich werde bei dieser neuen potenziellen Klientin mein Bestes geben. Aber ich bin sicher, Doc wird alles ruinieren. Okay, das heißt, so eine Art kleine Beratungssituation, um rauszufinden, was wirklich los ist, vielleicht auch ein paar Hinweise zu geben für die nächste Quest, müssen wir ja scheinbar die richtigen Fragen stellen, oder? Nicht vergessen, es geht um die richtigen Fragen und die richtige Reaktion auf die Antworten. Nur dann tritt die Wahrheit zutage. Ja, okay. Jetzt muss ich die Fragen wieder aufnehmen, um daraus möglichst viele Informationen zu erhalten. Frage, ob sie in Gefahr ist, wer da was hat sie hergeführt? Frage zur Aufgabe stellen. Keine Ahnung, fangen wir mal oben an. Sind sie in Gefahr? Sind sie in Gefahr? Ich glaube nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr bin. Das hat sie doch gerade eben schon gesagt. Ich meine, das Ding, das mich heimgesucht hat, hat mir keinen Schaden zugefügt. Noch nicht. Okay, das Ding. Okay, jetzt können wir Mitgefühl zeigen, sie konfrontieren, necken oder noch eine andere Frage stellen. Das Ding hat sie heimgesucht. Konfrontieren Sie oder sie mal. Wenn Sie nicht in Gefahr sind, warum sind Sie dann hier? Wie schon gesagt, ich habe Angst. Sie wissen ja nicht, wer hinter all dem steckt. Außerdem glaube ich nicht, dass ich in Gefahr bin. Die Bedrohung reicht weit über mich hinaus. Wer ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen in Gefahr sind. Ich weiß aber nicht genau, wer. Okay, das sagt uns nicht viel. Alle Menschen sind in Gefahr. Können Sie wenigstens einen Namen nennen? Soweit ich weiß, könnte es jeder sein. Okay. Also, jeder ist in Gefahr und es könnte jeder sein. Gut. Oh, Pizza Boy, du weißt wirklich nicht, wie man mit Frauen umgeht. Und deshalb wirst du auch eines Tages alleine sterben. Das mag sein. Ich habe eine Freundin. Sie heißt Anna. Okay. Natürlich, natürlich. Wo ist denn Anna? Es ist also jemand anderes in Gefahr. Hätte Doc nicht dazwischen gefunkt, wüssten wir vielleicht sogar wer. Also Doc vermasselt uns immer die Tour, ja, so wie ich das richtig sehe. Wer oder was hat sie hergeführt? Vor wem oder was haben sie Angst? Etwas ist mir passiert. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben Sie, dass etwas von den Toten zurückkehren kann? Hier vielleicht schon im Spiel Mitgefühl zeigen vielleicht? Klar, wenn Sie glauben, dass es so ist, stehen wir Ihnen zu 100% zur Seite. Das hört sich aber nicht so nett an. Bevormunden Sie mich nicht. Oh. Ich bin kein kleines Kind. Das war der falsche Ansatz. Ah, okay. Dann bekommt noch eine Chance. Also nochmal, wer oder was hat Sie hergeführt? Vor wem oder was haben Sie Angst? Etwas. Ist, glauben Sie, dass etwas von den... Und diesmal necken wir Sie. Bitte sagen Sie mir, dass es keine Zombies sind. Das ist heutzutage nur noch ein Klischee. Es sind eher Geister. Ein rachsüchtiger Geist. Würde das Ihr Interesse wecken? Ein Geist. So einer mit weißem Leintuch und Klapperketten? Ja, wie in Halloween bestimmt. Nein, eher ein lebendiger Schrecken. Sie verbirgt sich hinter einer Maske und ihre schrille Stimme hallt schneidend durch die Nacht. In unserer Branche sind Wesen hinter Masken nicht übernatürlich, sondern meistens Hausmeister, Wasserrutschenbademeister oder Nonnen. Wasserrutschenbademeister, Ihnen wird das Lachen schon vergehen, wenn die Leichen sich auftürmen und sie zurückkehren. Ich glaube, niemand von uns ist sicher, solange Sie in der Nähe sind. Vielleicht sind Sie die Falschen für diese Aufgabe. Ganz ruhig, junges Fräulein. Vor dem brauchen Sie keine Angst haben. Er ist nicht der Hellste, aber er wollte sicher nicht respektlos sein. Wir sind also nicht die Hellsten. Ich bin perfekt für diese Aufgabe. Ganz egal, worin sie besteht. Ich habe den Kodex verfasst. Eine Reihe von Regeln zur Trennung der Paranormalen und der Menschenwelt. Ich habe also Erfahrung, verstehen Sie? Ah, das meint er also mit dem Kodex. Also,
Wir haben es mit einem Geist zu tun. Einem weiblichen Geist. Aber wer sind diese Sie, von denen sie sprach? Ich wünschte, Doc würde mich dieses Gespräch führen lassen. So, Frage zur Aufgabe stellen. Worum geht es bei dem Job? Eine Überwachung? Personenschutz? Brauchen Sie einen Exorzismus? Das wird mir zu viel. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht brauche ich gar keinen Detektiv. Also, wissen Sie denn, wie man einen Fluch bricht? Ist das überhaupt Ihr Metier? Pff, klar. Also wir hätten konfrontieren und necken schon, also dann wird wahrscheinlich jetzt das letzte Mitgefühl zeigen sein. Was immer es ist, wir finden bestimmt eine Lösung. Wir sind hier, um zu helfen. Aber dazu müssen Sie uns schon erzählen, was passiert ist. Ich glaube, ich bin in so etwas wie einen Zigeunerfluch verwickelt. Zigeunerfluch, okay. Ha, ein Zigeunerfluch? Sowas gibt's doch gar nicht. Ne. Doc. Also natürlich, wir brechen alles. Flüche, Verträge, Schwüre. Wenn es brechbar ist, brechen wir es. Na, solange du nicht brichst, also Verträge brechen, ja, okay. Ich sehe schon, sie glauben mir nicht. Aber es ist wahr. Ich weiß, was ich gehört habe. Ich habe den Zigeunerfluch mit eigenen Augen gesehen. Genau genommen sehe ich ihn schon mein ganzes Leben. Aber mir ist erst jetzt klar geworden, was tatsächlich vorgeht. Ich bin in Gefahr. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Nicht doch. Natürlich glauben wir Ihnen. Das gehört zu unserer Zufriedenheitsgarantie. Ah. Und das sagt Ihnen der Alpha-Doc persönlich. Der Alpha-Doc mit Zufriedenheitsgarantie. Sie glaubt Geld-Zurück-Garantie. Also, es geht um einen Zigeunerfluch. Und sie hat es von jemand anderem gehört. Das ist doch schon mal was. Zusammenfassen. Schauen wir doch mal, was wir bis jetzt erfahren haben. Da gibt es einen Geist und der ist möglicherweise hinter jemandem her. Sehr genau. Und dieser Geist hat vielleicht etwas mit einem Zigeunerfluch zu tun. Es tut mir leid, aber das ist zu schwammig. Ich weiß nicht, ob wir daraus einen Fall machen können. Mir tut es auch leid, aber nicht ich sitze hier auf dem Bewerberstuhl. Ich muss wissen, ob Sie mein Vertrauen verdienen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Wahrheit aufzudecken. Nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten. Und danach, wie du mir, so ich dir. Okay. Was soll das heißen? War das eine Drohung? Tja, ich habe genug gehört. Wir übernehmen Ihren Fall, Lady. Die Einzelheiten besprechen wir beim Dinner. Hm. Ganz privat. Aha. Doc, ich glaube, sie hat mich gerade bedroht. Blödsinn, Yuriko. Ich führe sie jetzt zum Dinner aus. Danach vielleicht ins Kino. Wegen der Stressbewältigung. Und wer weiß, vielleicht gibt's am Schluss noch ein Eis. Ach, das wäre doch schön, ein Eis. Vergiss nicht, Junge. Füge niemals einer Zigeunerin Böses zu. Sonst wird alles, was du liebst, in dir verrotten. Na, das wollen wir ja nicht. Haha, sie hat's dir gegeben. Verstehst du? Sie ist echt lustig. Na. Also, fassen wir zusammen, Doc Mendonza ist ein perverser, dicker Detektiv fürs Okkulte. Warte nicht auf uns. Und der schlechteste Arbeitgeber, den es gibt. Hey, es ist schrecklich ruhig und friedlich. Irgendwie angenehm. Aber... irgendwas fehlt. Ah, das Telefon. Ich sollte ans Telefon gehen. So, was können wir denn hier Schönes machen? Papierkorb können wir nichts machen. Pazul. Ich sollte ans Telefon gehen. Ja. Ich sollte ans Telefon gehen. Was haben wir hier noch? Der Gargoyle. Ich sollte ans Telefon gehen. Na gut, dann gehen wir mal ans Telefon. Ich werde mir das nicht ansehen. Okay. Dann fass es an. Doc Mendonza, Detektivbüro für paranormale Fälle. Wie kann ich Ihnen helfen? Yuriko, ich brauche deine Hilfe. Sofort. Es ist ein Notfall. Okay. Doc, lange nicht gesehen. Wie geht's? Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten, Pizzaboy. Komm und hilf mir. Ich bin im Hotel Romero. Beeil dich und bring Pasul mit. Hier wirkt ein verdammter Zigeunerfluch. Tja, selber schuld.
Okay, alle herhören. Wir müssen zum Motel Romero. Doc steckt anscheinend in Schwierigkeiten. Oh, das ist aber ein schöner Ladescreen. Motel Romero. Und wir fahren dahin und während bei, denke mal, nebenbei lädt es. Sehr schön. Inzwischen ist es auch dunkel geworden. Der Mond scheint auf dieses Motel und hier ist auch ein Friedhof oder irgendwas. Was ist hier? Ich gehe und helfe Doc. Cemeterium. Friedhof wahrscheinlich. So, und jetzt haben wir endlich die volle Kontrolle. Ja, können uns bewegen. Können zum Friedhof gehen, zur Lobby gehen. In unser Inventar können wir auch, ist noch nichts drin. Und ja, schön. Sieht auch wirklich gut aus. Und ja, das war schon die erste Folge, die Einleitung sozusagen ins Spiel. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das Motel an und was Doc da wieder für einen Scheiß verzapft hat und den wir wahrscheinlich ausbaden dürfen. Also, bis dahin.